Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Mondbilder schärfe, und zwar mit der Deconvolution-Methode und der Wavelet-Schärfung. Damit sind eben dann solche Ergebnisse möglich. Viel Spaß mit dem Video! Ja, durch unsere Atmosphäre haben wir das sogenannte Seeing oder eben auch Luftunruhe genannt, und dadurch wobbelt halt der Mond immer so, wenn man durchs Teleskop jetzt schaut. Und dadurch werden einfach die Bilder jetzt nicht ganz so scharf. In dem Fall habe ich jetzt hier 2000 Bilder gemacht und dann mit Autostacker die besten 5% davon eben verrechnet. Dazu gibt es eh schon ein Video auf meinem Kanal, wie man das Ganze macht. Und dieses Bild ist jetzt eigentlich hier sogar schon bei weitem schärfer und detailreicher als jetzt zum Beispiel ein Einzelbild von der Kamera. Aber dennoch kann man halt noch sehr viel eben dann im Nachhinein herausholen an Details. Und dazu gibt es eben diese Deconvolution-Methode. Ja, ich habe jetzt hier nur so einen kleineren Bildausschnitt gewählt von einem gesamten Mondfoto, von der Gesamtansicht, einfach damit es eben jetzt hier auch schneller funktioniert. Das ganze Equipment, wie ich jetzt dieses Mondfoto aufgenommen habe, das Teleskop und so weiter, verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung unten. Schaut bitte da einfach mal direkt rein und dann seht ihr auch gleich, was die Teile kosten. Also gleich mit Link zum Online-Shop. Ja, dafür verwende ich eben das Astra Image. Das Astra Image ist leider nicht kostenlos, kostet ungefähr knapp 40 Euro, habe ich mir ungefähr vor einem Dreivierteljahr mal gekauft. Es gibt aber auch eine kostenlose Testversion, da könnt ihr es ja gerne mal testen. Dann geht ihr hier auf das Enhance und da gibt es jetzt hier die Deconvolution. Es gibt auch die simple Deconvolution. Ich empfehle hier aber die normale Deconvolution zu machen. Ja, da habe ich schon extrem viel ausprobiert. Gibt viele Einstellungen hier. Das möchte ich euch eben jetzt hier kurz zeigen, wie ich eben zum besten Ergebnis gekommen bin. Dazu wählt ihr euch jetzt hier zuerst einmal den Ausschnitt, was ihr eben gerne mal in der Vorschau sehen wollt. Ja, und dann verwende ich hier den Deconvolution Type, den Lucky Richardson. Hier gehe ich auf Luminanzkanal. Diese Entfaltung nennt man das. Beim Deconvolution soll er eben 100 Mal durchführen und die Strenge auf 10. Hier ein Häkchen. Dann beim Blur-Candle, da habe ich auch viel herumprobiert. Da bin ich eben jetzt hier mit diesen Einstellungen hier zu den besten Ergebnissen gekommen. Und dann gibt es noch hier dieses Deringing. Hier ein Häkchen und hier habe ich es auf 85 gestellt, dass eben keine solchen Ringe bei starken Konturen und so weiter entstehen. Ja, dann klicke ich hier mal auf Preview. Dann wird eben jetzt von diesem Bildausschnitt jetzt hier mal eine Bildvorschau erstellt. Und dann haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Und dann merkt man schon, wie hier doch einige Details zum Vorschein kommen. Ja, wenn euch das Ganze so gefällt, das Ergebnis, dann könnt ihr hier auf OK klicken und dann wird es aufs gesamte Bild angewendet. So, die Deconvolution ist jetzt hier fertig. Wir können jetzt hier auch mal ein bisschen reinzoomen und dann machen wir eben jetzt hier noch diese Wavelet-Schärfung. Und zwar geht ihr dann hier auf Wavelet Sharpen. Und ja, damit kann man auch noch mal so richtig viel herausholen. Ihr seht jetzt hier schon in der Vorschau. Das sind jetzt hier auch so schon meine idealen Einstellungen, was ich halt jetzt hier schon so herausgefunden habe. Ihr seht hier, es gibt eben jetzt hier diese Very Small Details. Wenn ich jetzt hier mal auf 100 drauf gehen würde, ihr seht, da ist extremes Rauschen oder jedenfalls zerstört das quasi das Bild. Also da darf man halt nur ganz wenig hier einstellen, so zwei oder drei maximal. Ja, dann die Small Details, Medium Details und da kann man halt überall immer ein bisschen weiter raufziehen. Ihr seht hier den Vorher-Nachher von diesem einen. Bei Very Large Detail hier auf 0, hier auf 100. Ja, da so zwischen 40 und 50 ungefähr. Wenn ihr dann mit den Ergebnissen eben zufrieden seid, könnt ihr hier auf OK klicken.
Ja, und das Ganze eben dann hier speichern, hier auf File, speichern unter. Und dann nennen wir das jetzt einfach mal hier Test unter TIFF. Also wir wollen das Ganze jetzt hier als TIFF abspeichern und dann eben hier nicht komprimieren und hier auf 48-Bit RGB. Dann speichere das Ganze so. Ja, und dann öffne ich das Bild in Photoshop. So, jetzt haben wir das Bild eben jetzt hier in Photoshop. Da können wir uns jetzt hier mal vorher, nachher hier ansehen. Und ja, das ist schon extrem, was da geht. Also nur mit der Deconvolution und der Wavelet-Schärfung, da glaubt man dann, wenn man jetzt hier wieder dieses Foto reingibt, man hat irgendwie seine Brille mit viel Dioptrien abgelegt und dann die Brille wieder aufsetzen, zack. Also da sieht man direkt, als ob irgendwelche, ja, Details, Kratzer und Feinheiten dazugekommen wären, die hier vielleicht gar nicht so ersichtlich sind. Photoshop bietet natürlich auch noch mal einige Möglichkeiten an, um die Details weiter herauszukitzeln und weiter zu optimieren. Dazu lege ich mir jetzt hier zuerst einmal eine neue Ebene an mit Ctrl und J, gehe dann in den Kamera-RAW-Filter hinein. Sollte der Mond jetzt bei euch ein bisschen Farbstich haben, könnt ihr das eventuell hier noch ein bisschen anpassen. Ansonsten könnt ihr auch hier mal die Sättigung erhöhen, einfach um eben dann diese Mineralien vom Mond ein bisschen besser herauszuarbeiten. Eventuell auch die Dynamik ein bisschen rauf. Dunst entfernen stelle ich meistens ein bisschen rauf und den Klarheitsregler so auf 10 ungefähr. Dann könnt ihr eventuell hier auch die Belichtung noch ein bisschen anpassen, sollte ein bisschen zu dunkel sein. Mit gedrückter Alt-Taste den Weißregler ein bisschen raufziehen. Nicht zu weit rauf, sonst werden eben diese Bereiche überbelichtet. Aber ja, in dem Fall ungefähr so, wenn jetzt hier ein paar einzelne Pixel überbelichtet sind, das ist jetzt nicht so schlimm, das passt schon so. Dann hier auf OK. So, dann haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Dann machen wir hier wiederum eine neue Ebene mit Ctrl, Alt, Shift und E. Kopieren wir sich das Ganze jetzt hier nochmal rauf. Und dann werden wir jetzt hier noch mit dem Hochpassfilter ein bisschen schärfen. Das mache ich immer so hier mal zuerst rechte Maustaste, dann in ein Smart-Objekt konvertieren. Diese Ebene dann auf weiches Licht und dann hier auf Filter, sonstige Filter, Hochpassfilter. Ja, und dann kann man eben jetzt hier mit dem Radius die Schärfe quasi einstellen. Je weiter rauf, desto mehr oder desto gröber wird auch irgendwie geschärft. Also ich bin da eher ein Fan von einer ganz feinen Schärfung. Zum Beispiel mal so 0,9. Gehe ich hier auf OK. Dann haben wir jetzt hier den Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Und der Vorteil von dem, dass wir das Ganze jetzt hier in ein Smart-Objekt konvertiert haben, ist eben der, dass ihr hier jederzeit oder mit einem Doppelklick hier auf Hochpass rein könnt und dann sagen könnt, okay, ich gehe doch hier auf 2,1 Pixel, wieder auf OK und dann haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher. Also gerade da in diesem Bereich da oben tut sich auch noch mal so einiges. Ja, dann kopiere ich mir jetzt das Ganze nochmal auf eine neue Ebene und dann kann man jetzt, wenn man dann am Ende von seiner Bildbearbeitung ist, kann man jetzt hier nochmal in den Kamera-RAW-Filter reingehen, hier nochmal auf das Schärfen und ich ziehe mir jetzt hier den Betrag mal auf 150, mal so aufs Maximum und dann gehe ich mit dem Radius ein bisschen runter. Also ihr könnt hier auch mal ein bisschen experimentieren, was passiert, wenn man rauf runter geht, aber ich bin halt immer eher ein Fan von einer ganz feinen Schärfung, die Details vielleicht auch ein bisschen runter und zum Schluss dann mit dem Maskierenregler gedrückter Alt-Taste hier raufziehen und zwar so weit raufziehen, dass eben nur die Konturen geschärft werden und halt nicht die Flächen. Ja, ungefähr so vielleicht. Ja, und am Ende ziehe ich mir jetzt dann hier diesen Betrag wieder ein bisschen runter. Ja, vielleicht so ungefähr. So zwischen 70 und 80. Dann können wir hier auch mal vorher, nachher.
Ja, und wenn ihr dann zufrieden seid mit dem Ergebnis, hier auf OK. Und dann haben wir jetzt insgesamt hier diesen Vorher, Nachher. Also so kam es quasi jetzt von dem Astra Image raus, nach der Deconvolution und nach der Wavelet Schärfung. Und diese Details haben wir jetzt dann noch mit Photoshop rausgeholt. Und wenn man sich jetzt nochmal das generelle Ausgangsfoto anschaut, nämlich dieses hier und dann dieses. Ja, es ist schon extrem, was da möglich ist. Ja, damit hoffe ich, das Video hat euch gefallen und dass ihr auch was mitnehmen konntet für euch. Probiert es gerne mal aus. Und ja, ihr könnt ja auch mal drunter in die Kommentare irgendwelche Links posten zu euren Bildern, zu euren Ergebnissen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich das Ganze auch drunter posten. Dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch künftig keine kostenlosen Videos von mir verpasst. Und ja, dann sehen wir uns in der Zukunft. Sternenklare Nächte, bis ganz bald. Ciao.